dachte immer, das heißt Mund-Nasen-Schutz und dient nicht dem Schutz des Gesichts, sondern vielleicht dem Filtern von Feinstaub oder ja, dafür könnte es gut sein. Ich habe gedacht, so die Ritter früher im Mittelalter, als sie dann ihre Wettbewerbe veranstaltet haben, haben sich einen Helm aufgesetzt, damit dann mit dem Tjost, oder wie heißt das Ding, was die da vor sich hinschleppen und den Gegner runterstoßen, dass der nicht irgendwie so blöderweise das Gesicht vielleicht verletzt, sodass er dann zack, so am Gesicht vorbeigeht. Also ich weiß ja nicht, aus welchem Material die Gesichtsmaske von Frau Merkel ist, ja, aber ich denke, da sollte sie nochmal drüber nachdenken, dass das denn auch stabil genug ist für die vielen Angriffe, die gerade so auf sie unterwegs sind. Also die verbalen, und gibt ja nicht nur Befürworter ihrer Maßnahmen, dieses tausendjährigen Lockdowns oder was sie da jetzt gerade vorhat. Ich meine, das hat sie nicht vor. Aber warum werden denn im Moment so viele Tests gemacht mit PCR-Tests, die keine Aussage haben, die Statistiken hochtreiben, die nur dazu dienen, die Leute in Angst und Panik zu versetzen? Da kriegt man doch richtig Angst und Panik, oder? Jetzt aber nicht vor irgendwelchen Coronaviren, sondern ich kriege Angst und Panik, dass ich vielleicht auch so einen Gesichtsschutz demnächst aufsetzen muss. Weil in jeder Behörde und überall wird jetzt vielleicht ein Hygienemitarbeiter eingestellt und der kriegt dann einen Knüppel, und wenn sie dann nicht gehorchen, dann tak, tak, ne? Also, wir haben es jetzt schon gesehen auf einigen Demos, dass die Polizei tatsächlich nicht nett umgeht mit älteren Damen, die meinen, das wäre nichts für sie oder so ein Gesichtsschutz, ne? Für mich ist es auch nicht wirklich was, ne? Also ich stehe mir so auf Gesicht zeigen, sagen, was man denkt, diskutieren, ja? Und es kommen Gott sei Dank mehr Leute raus, die ein bisschen was wissen und die auch ihrem Menschenverstand glauben, die viel gelernt haben in Jahrzehnten ihres Lebens und den geraden Rücken haben, ja, die einfach mal glauben, was sie gelernt haben und Dinge in Frage stellen. Und wenn jetzt sogar im Spiegel steht, Frau Merkel trägt Gesichtsschutz, dann kann das doch eigentlich nichts anderes bedeuten, wie sie möchte in der jetzigen Situation irgendwie noch ihr Gesicht wahren. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Es wird viele unangenehme Fragen geben, wenn diese Situation zu Ende ist. Dieser Lockdown, diese Maskerade, diese ganzen seltsamen Zustände, für die niemand zuständig ist, für die niemand Lösungen hat. Ja? Also ich bin jedenfalls nicht der Hygienemitarbeiter meiner Behörde, ja, in der ich arbeite. Und kann man das so sagen? Es ist schwierig, also geordnet Aufgaben zu übergeben, die gar nicht im Arbeitsvertrag stehen. Ne? Also, hey du machst jetzt Abstandshalter. Ne? Vielleicht muss ich mal nachdenken, so über so eine alte Ritterrüstung, Gesichtsschutz. Okay, reicht. Gesichtsschutz.